Was geht, Leute? Grüßt euch. Ich habe gerade schon eine ganze Let's Farm-Episode aufgenommen. Ihr seht hier die letzten Angriffe. Hier. Seht ihr vor. 4 Minuten, 6 Minuten, 11 Minuten, 13, 17, 21, so. Also eine ganze Let's Farm-Episode. Das Problem ist, es waren echt gute Szenen dabei. Also das heißt, es war nicht ein toller Angriff, sondern ich habe wieder frei geredet wie früher. Ich glaube, das waren genau die Let's Farm-Videos, die euch so gefallen haben. Nicht alles so krass gecuttet wie bei Jackie Chan und perfekt und kein Versprecher drin, sondern genau wie früher ungeschnitten. Und ich habe für mich selbst auch rausgefunden, wodurch das oder woher das kommt. Für alle anderen, die es nicht interessiert, springt mal so zur Minute 5. Dann gehen wir direkt, wie im Titel beschrieben, zu den Basisbesuchen rein. Ansonsten, für alle, die es interessiert, erkläre ich das ganz kurz. Und zwar... Das ist ein anderes Thema, das ist sehr viel komplexer, um das zu erklären, aber ich sage mal so viel und das müssen wir einfach mal im Raum stehen lassen, entweder man akzeptiert es oder man akzeptiert es nicht. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Kontrolle in seinem eigenen Leben. Auch wenn Kontrolle als Wort jetzt erstmal negativ klingt, ist es das Gefühl, ich weiß, wie ich in meinem Leben glücklich werde und wenn ich Schmerzen habe, weiß ich, was ich tun muss, damit die weggehen. Wenn ich Sorgen habe, weiß ich, was ich tun muss, damit die weggehen. Und wenn wir das Gefühl haben, fühlt sich unser Leben geil an. Haben wir aber Sorgen, haben wir Schmerzen, wissen wir, dass es Menschen nicht gut geht, die wir gerne haben und wir können nichts dagegen tun. Wir laufen von Arzt zu Arzt, von Therapeut zu Therapeut und es wird nicht besser, ist das das schlimmste Gefühl im Leben und wir sind in der oft besprochenen Abwärtsspirale. Und ihr könnt meine Videos mal anschauen, rückwirkend so. Wenn ihr Lust habt, klickt euch mal durch die Videos durch, Video 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200x bis jetzt. Und ihr könnt proportional etwa anhand der Schnitte und des Perfektionismus, den ich in meine Videos gesteckt habe, sehen, wie gut es mir gegangen ist. Denn Kontrolle, und das sagt man, wären emotionale Menschen, aber das ist jeder von uns. Jeder von uns ist emotional und gleichzeitig rational. Und umso schlechter es uns geht, umso eher sind wir irrational und emotional. Und wenn wir emotional sind, versuchen wir das am ehesten zu bewahren und zurückzubekommen, was wir nicht haben. Und das ist Kontrolle. Das habe ich genauso gemacht. Das heißt, als meine Freundin mich verlassen und als es mir richtig dreckig ging, habe ich das zwar mal im Video angesprochen, aber danach habe ich die Videos minutiös bearbeitet. Da hat mich das 2,5 Stunden gedauert für ein 10-Minuten-Video. Das ist perfekt strukturiert von vorne nach hinten mit einer Liste, mit abgearbeiteten Punkten. Da ist nicht ein Versprecher, kein redundantes Wort, keine Phrase, nichts Falsches drin. Ich habe einfach versucht, perfekt zu wirken. Weil es mir war mir wichtig, wenn ich mir die Videos nochmal angucke, dass ich nachher ein gutes Gefühl im Bauch habe, wenn ich sie angucke. Dass ich mich nicht zum Deppen mache. Und ich glaube, das ist bei euch nicht gut angekommen. Oder mitunter nicht gut angekommen. Weil letzten Endes machen wir uns alle mal zum Deppen. Wir alle haben unsere Probleme und wir alle haben die Tage, wo wir aufstehen und denken, Alter, fuck ey, mein Leben läuft überhaupt nicht. Aber wir sagen es keinem anderen. Und genau das hatte ich auch. Ich habe versucht, jemand zu sein, der ich nicht bin. Und ich bin genau der Troll, den ihr kennt, der das Spiel super gerne spielt. Von Anfang an, ich bin genau ein Spieler wie ihr. Ich habe hier nicht VIP 100 und krieg alle Häuser geschenkt. Ich habe ein bisschen Geld investiert und habe dann einfach nur versucht, das Beste rauszuholen, Spaß zu haben, mit anderen Leuten, die gleich denken wie ich, zusammen zu spielen. Und dabei ist der Kanal rausgekommen und die tolle Zusammenarbeit mit euch Abonnenten. Danke nochmal an der Stelle und für euch die Info zusammengefasst. Schaut euch einfach an, wie ich meine Videos schneide. Wenn ihr so seht wie jetzt, wo die komplett, nahezu komplett oder komplett ungeschnitten sind, habe ich nicht das Kontrollbedürfnis. Ich habe nicht das Bedürfnis, über meine Videos gefühlt mein Leben zu kontrollieren, im positiven Sinne oder negativ. Also Kontrolle über mein Leben zu haben, positiv meine ich, sondern es ist mir egal, weil ich das Gefühl habe, ich habe die Kontrolle. Und wenn ich sie nicht habe, versuche ich die Videos zu schneiden, um mich dadurch besser zu fühlen. Also, so, jetzt zu meiner Basis. Ihr seht, ich bin hier alles am Upgraden und mir fällt gerade selbst auf, ich bin fast durch im Atomzeitalter. Ich meine, ich schau mal die Mörser, alle auf Atomzeitalter, die letzte Flugabwehr geht hoch, die Bunker sind schon lange oben, 3 von 4 Panzerdepots sind oben, das letzte kann ich nicht mehr machen, weil mir noch Markt und Mühle fehlen und die werde ich erst später bauen. Von den Kanonentürmen sind 2 oben, 2 von 6, von die Türme muss ich noch machen und ich muss, glaube ich, mal die Fallen angucken. Oh, ich muss mal die Fallen angucken. Die sind alle Max, die Raketen sind alle Max hier, die Minen sind auch alle Max und hier die, auch ja genau, bei den Hinterhaltfallen fehlen mir noch ein paar, da habe ich jetzt eine eben angeschmissen, 1, 2, 3, 4 Fallen fehlen mir da noch, dann bin ich mit den Fallen auch Max, Türme ziehe ich auf jeden Fall noch hoch, Kanonentürme ziehe ich noch hoch, vielleicht Garnisonen und Redouten zumindest noch auf globales Zeitalter, aber... abgesehen von den Mauern, das wird noch einiges dauern, weil da bin ich im Moment echt langsam, bin ich ansonsten durch. Krass, dann geht's Richtung Kalter Kriegszeitalter. Das Einzige, was mir halt noch fehlt, und da bin ich gefühlt seit 100 Jahren dabei, ich weiß nicht, ob ich euch langweile, aber es ist halt so, ich versuche immer noch Emilia Earhart fertig zu bekommen. Ich mache mir da null Druck. Ich bin gerade bei 15% durch 3 Stufe 5, ich habe Vorstufe 6, das heißt 4 Stufen noch, die letzten 4 fehlen.
Also die werden bald in Angriff genommen, kosten halt massiv viel und wenn ich die habe, komme ich endlich zum Meilenstein. Ich denke, viele von euch werden ihn schon haben. Ja, endlich habe ich den dann auch. Cool, freue ich mich drüber. Ja, so viel zu meiner Basis. Let's Farm-Angriffe lohnen sich jetzt nicht mehr. Das heißt, wir machen mal direkt die Basisbesuche, die noch vor uns liegen, die ich leider vergessen habe. Und dann nochmal Entschuldigung an alle. Wenn ich euch sage, ich komme eure Basis besuchen, ich gucke euren Vorgarten an, ich weiß ich nicht, ich mache irgendwas für euch und ich halte es nicht ein. Und ich habe es euch versprochen und ihr habt nichts anderes mehr gehört. Habe ich es einfach vergessen. Und das ist nicht, oh, ich frage ihn nicht nochmal, der wird schon einen Grund haben, der hat bestimmt keinen Bock drauf. Nein, ich bin ein sauvergesslicher Typ. Ich vergesse mega viel und da habe ich auch oft Probleme mit. Also wenn ihr mich was fragt und ich antworte und sage ja, aber halte es nicht. Es ist mein Fehler und ich habe es unabsichtlich gemacht. Gern nochmal nachtreten und dann komme ich genauso wie jetzt nochmal drauf zurück. Danke, dass diejenigen nochmal nachgetreten haben. Wie versprochen, kommt jetzt hier euer Video. Ich hoffe, das Aufnahmeprogramm zersaut es mir nicht. Eben hat es bei 20 Minuten abgebrochen. Ich werde jetzt bei 15 Schluss machen und notfalls nochmal neu aufnehmen und das hinten dran schneiden. So, wir sind bei Jagdgeschwader. Hier wurde ich angefragt, bei Alessara nachzuschauen. Alessara ist... Oder ist sie sogar schon? Okay. Level 177. Wir schauen uns jetzt die Allianz Jagdgeschwader nicht genauer an. Ich habe schon viel verpleppert an Zeit. Wir gehen direkt rein bei Alessara. So, Level 177. Globales Zeitalter. Wo fangen wir am besten an? Auf jeden Fall, das Stadtzentrum steht drin. Gleichzeitig stehen aber auch die Märkte und die Mühlen drin. Also es ist so... Kann sich nicht ganz entscheiden, ob es ein Weltkriegslayout ist oder so ein Ordensschutzlayout oder ein Ressourcenschutzlayout. So ein bisschen von beidem. Wobei ich anmerken muss, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht richtig... Okay, das Reinzoomen bringt gar nichts. Wow. Dass ich nicht richtig sehe. Ich meine, das hier wäre Gold oder Bronze. Eher so Gold 2. Also eine Liga, in der es sich meiner Meinung nach gar nicht lohnt, das Stadtzentrum nach drinnen zu stellen. Vielleicht ist das ja einfach nur die Präsentation von einem Weltkriegslayout, das mag sein. Sollte es also ein Weltkriegslayout sein, sind die folgenden Worte nicht berechtigt, sondern wir müssen es unter anderen Perspektiven ansehen. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum sind die Märkte und Mühlen drin? Weil die im Weltkrieg wertlos sind. Also es kommen so oder so jetzt Fragen auf. Meine Frage wäre, warum verteidigt man bei Gold 2 sein Stadtzentrum? Hier sind die Boni so klein und popelig. Ich würde da noch nicht verteidigen, also frühestens so ab 2000 Orden und selbst dann würde ich es mir überlegen, macht es erst Sinn meiner Meinung nach, das alles zu verteidigen, aber gut, abgesehen davon, bewerten wir das Ganze mal. Vorab gesagt, wir haben hier wieder so ein, es ist weder Fisch noch Fleisch Layout, also wir haben wieder, wie immer, nur eine begrenzte Anzahl von Mauern, das hat jeder Spieler, aber hier wollen wir in die Mauern, das Stadtzentrum ist ziemlich Platz in Aufnahme fähig, wegnehmefähig, also das nimmt, Mann, das nimmt halt für Platz weg und die Ressourcengebäude auch und trotzdem soll alles in den Mauern stehen, das heißt, irgendwo müssen Gebäude weichen, das werden leider Defensivgebäude sein. Erst einmal, wir haben das gesamte Layout ist offen, das gefällt mir, also ist also ein Maze-Layout, das passt, ist gut konzipiert, soweit erstmal, nur ganz grob gesehen. Schauen wir mal, Mörser stehen innen, kann man nicht von außen erreichen, auch nicht. Hier schon, aber da steht das Versailles vor. Hier kann man direkt von außen draufballern. Ist nicht ganz so gut der Mörser, aber ansonsten stehen die Mörser ganz gut verteilt, würde ich sagen. Man kann sie auch nicht mit einer Sabotage erreichen. Gefällt mir. Wir haben bei jedem Mörser so groben Kanonenturm. Den könnte man auch was weiter nach außen stellen. Das steht gut. Könnte man auch noch nach außen stellen. Sonst supi. Ich weiß natürlich nicht, wo die Fallen liegen. Ich vermute an den Eingängen. Dann nächste Gebäude. Was haben wir noch? Flugabwehren machen wir mal. Außen. Hat man nur 3? Ich glaube, man hat nur 3. Boah, ich habe gar keine Ahnung mehr. Ne, 4, sorry. 4. Also sind ein bisschen asymmetrisch verteilt, bis auf eine Flugabwehr, die nicht ganz drin steht. Die steht so halb drin, sind alle draußen. Empfinde ich als Schwäche, denn wenn man angreift bei dem Layout, sind die Flugabwehren, je nachdem von welcher Seite man angreift, schnell platt. Dann stehen noch ein paar Türme und außer Flugabwehrfallen haben wir sonst nichts mehr in dem Layout, das Flugzeuge abhält. Wird auch ein großer Schwachpunkt sein, denke ich, wenn es angegriffen wird. Was mir zudem gerade auffällt, wenn man hier einen Köder in die Mitte hinstellt, einen, genau hier, ganz genau hier, schießt der Kanonenturm ein bisschen was weg und der und dann schießen alle 4 Mörser auf einen Köder. Und da muss ich leider sagen, ich möchte niemandem zu nahe treten, ich möchte nicht böse oder unfair sein oder jemanden beleidigen, aber das ist einfach unzureichend. Das ist ein Punkt, du nimmst 5 Köder mit, jeder Köder hält etwa 20 Sekunden, 25 Sekunden, weil ja ein paar hiervon weggeschossen werden von den Kanonentürmen, aber dann hast du, sagen wir mal 20 Sekunden, das wäre wenig, sagen wir 15 Sekunden, hast 5 Köder dabei und kannst damit das gesamte Layout für 75 Sekunden hier irgendwie alle Mörser, das Stadtzentrum, alle Stadtzentrumverteidiger für mindestens 75 Sekunden, wenn nicht sogar mehr, außer Gefecht setzen. Riesenmanko, Riesenschwachpunkt.
sollte man auf jeden Fall umbauen. Wo natürlich mein Tipp jetzt nicht gut wäre, ich habe gesagt, die Kanonentürme noch weiter nach außen, das würde es nicht besser machen. Aber ich meine, man hat mehr als vier. Man hat 1, 2, 3, 4 Kanonentürme, 5. Hier steht nämlich einer ganz außen. Dann würde ich den einfach nehmen und irgendwo in die Mitte setzen. Dann haben wir das Problem nämlich weitestgehend gelöst. Oder hier statt das Öl oder hier irgendwo oder irgendwo halt hin. Auf jeden Fall irgendwo hin. Gut. Dann haben wir, was haben wir noch? Reduten sind jetzt nicht ganz so wichtig. Stehen an den Eingängen, Eingang, so halb am Eingang. Man weiß auf jeden Fall, da hat sich jemand was bei gedacht. Passt. Scharfschützentürme sind relativ zentral, aber auch ganz gut verteilt. Passt, sieht gut aus. Wo haben wir die Bunker? Beide an einer Seite ist natürlich die Akropolis-Seite. Ist klar, hier sind viele Verteidigergebäude untergebracht. Heißt, wenn ich angreifen würde, würde ich zweigeteilt angreifen. Einmal von hier und einmal von hier. Hier vielleicht meine Ablenkungstruppen und ein paar Gespendete und hier die Haupttruppen. Denn wir wissen, wir haben zwei Schwerpunkte hier und ich denke 1, 2, 3. Okay, wir haben alle Panzerdepots hier, logisch, wir haben alle einen Bunker hier, das ist in meinem Layout genauso. Wenn man von der Akropolis aus angreift, kriegt man immer schnell die Verteidigergebäude. Bei dem guten Layout, das ist logisch. Aber ansonsten, was ich sehr gut finde, ist aufgeteilt, das Silo ist sehr weit außen und die Akropolis auf der anderen Seite. Also wir haben zwei Schwerpunkte, man kann nicht beides von einer Seite erreichen. Pluspunkt meiner Meinung nach, keine Ahnung, was hier eine Garnison innerhalb der Mauern zu tun hat. Garnisonen sind die schwächsten Verteidigungsgebäude, die es gibt. Die haben fast gar keinen Sinn. Ganz selten kriegen die nur Sinn. Raus damit, irgendwas Besseres reinstellen. Vor allem Turm. Türme, Flugabwehr, mir egal. Alles besser. Dann haben wir, die Gebäude sind relativ gut verteilt. Die Hitpoint-Gebäude sind leider mit in den Mauern. Deswegen haben wir weniger Platz. Also sprich alle Ressourcengebäude. Müsste man sich halt entscheiden, ist es ein Weltkriegs-Layout? Dann kommen die raus. Ist es ein Medaillen-Layout, warum ist man da nur bei Goldliga? Und ist es ein Ressourcen-Layout, warum steht das Stadtzentrum drin? Also es treten immer irgendwelche Fragen auf. Stadt, die Straßenverbindung ist ganz gut geregelt. Also alle Gebäude, die wir so über direkt dran kriegen könnten, wurden drangenommen. Es ginge noch ein Stück besser, aber dafür, dass hier noch keine Radarforschung getätigt wurde, ist es vollkommen ausreichend, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob Widerstand erforscht wurde. Wir haben hier eine Fabrik, die andere ist gut verteilt. Ansonsten sind die Gebäude generell gut verteilt. In Summe ist es, glaube ich, ein Layout, das sich ganz gut bewährt. Mauern sind auch relativ hoch. Kann man nichts gegen sagen. Ist in Ordnung. Aber dennoch hat das Layout halt, also gegenüber einem stärkeren Spieler, null Chance. Gar keine 0,0 Chance. Aber das ist, wie gesagt, nicht böse gemeint. Das ist meine ehrliche Meinung. Ihr habt mich eingeladen. Ich habe versucht, niemanden zu beleidigen. Ich habe versucht, das zu sagen, was ich meine. Ich hoffe, alle möglichen Leute, die das sich jetzt anschauen, von der Allianz fühlen sich nicht beleidigt, sondern haben die Meinung bekommen, die sie haben wollten und sind darüber nicht traurig. Gehen wir mal zum nächsten. So, da sind wir wieder. Ich habe es leider übersprungen. Wir sind bei Red Bull Austria. Eine gut befreundete Allianz. Sudden ist hier, glaube ich, der Allianz-Leader. Ehemaliges Mitglied bei mir aus den Teletubbies. Ich habe es jetzt nicht weiter gezeigt, weil ich gemerkt habe, ich verbrauche zu viel Zeit mit den Layouts, aber das ist gut so. Es geht hier auch um Basisbewertungen, nicht Allianzbewertungen. Wir sind bei Julius Evola. Ist das nicht irgendwie ein Pokémon? Evola? Evoli. Egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Julius Evola, Level 106, Zeitalter der Aufklärung. Die Gebäude sehen alle stark nach Schießpulverzeitalter aus, also sprich, dürfte der frisch hochgegangen sein. Wir haben hier so einen Kraken-Layout, also sprich, wir haben sehr weit die Gebäude verteilt. Ich nehme mal an, das ist jemand, der vielleicht einen zweiten Account hat oder der relativ viel Wissen über das Spiel hat, weil das sieht absolut nicht nach einem Neulings-Layout aus. Ich glaube, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Wir gehen aber mal der Reihe nach vor. Wir haben drei Mörser und die sind relativ gut verteilt. Der ist zentral aufgestellt, die beiden halt nicht, aber was soll man machen, wenn man so wenig Mauern hat? Auf jeden Fall, in Summe sind die relativ gut verteilt, wenn man die Festung auch noch als Mörser mit ansieht. Habe ich eben unter anderem auch vergessen, die Festung zu erwähnen. Flugabwehren haben wir ja noch nicht, müssen wir uns auch keine Gedanken drum machen im Zeitalter der Aufklärung. Das Layout ist ein klares Layout für den Schutz von... Nee, ist auch nicht. Es ist ein Layout, das schützt das Stadtzentrum, obwohl man in der Silberliga ist. Gleichzeitig werden aber auch die Ressourcengebäude geschützt. Also kann ich wieder nicht ganz nachvollziehen. Ist es jetzt ein Ressourcenschutz-Layout? Ist es ein Weltkriegs-Layout? Dann stellen sich wieder dieselben Fragen wie eben. Wenn es ein Weltkriegs-Layout ist, was machen die Ressourcengebäude drin? Ist es ein Ressourcen-Layout? Was macht das Stadtzentrum drin? Ist es ein Medaillen-Orden-Layout? Warum ist man nur in der Silberliga und fängt schon an, sein Stadtzentrum zu schützen? Vielleicht ist man auf dem Weg runter oder hoch. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall haben wir die Mörser relativ zentral stehen. Wir haben Kanonentürme, soweit es geht. Man hat ja nur drei. Relativ nah bei den Mörsern. Ist in Ordnung. Würde ich vielleicht was anders machen, aber es ist halt auch nicht mein Layout. Was haben wir da noch? Wir haben einen starken Akropolis und...
Wie heißt das Ding? Angkor Wat Boost. Einen sehr starken Boost. Wir haben hier alle Panzerdepots, soll ich schon sagen, Ställe direkt drumherum. Wir haben hier eine kleine Garnison direkt daneben. Das ist wunderbar. Die Weltwunder wurden also ganz gut genutzt. Redouten stehen jetzt irgendwo. Okay, da ist eine und hier oben ist eine. Ich erkenne jetzt keinen genauen Sinn davon. In Summe ist das Layout so ein Hybrid-Mace-Layout. Hier haben wir einen Eingang, das heißt, die obere Kammer ist offen. Ansonsten Kammer ist zu, Kammer ist zu, Kammer ist zu und Kammer ist zu. Also wir haben nur hier diese Kammer geöffnet, sieht man sehr schnell. Die hier oben sieht man was weniger. Würde mir besser gefallen, wenn alle Kammern geöffnet wären. Dadurch hätte man auch mehr Mauerstücke zur Verfügung. Finde ich bis jetzt nicht ganz so gut, weil geschlossene Kammern bedeutet immer eine leichte Möglichkeit zu versammeln. Gerade wenn es noch kein Silo gibt. Würde ich halt anders machen. Ansonsten gibt es gar nicht mehr viel zu erzählen. Bunker haben wir nicht mehr. Die Gebäude sind sehr krass weit verteilt. Das bedeutet, es wird schwer, hier 100% zu bekommen. Für einen starken Spieler oder für einen erfahrenen Spieler weniger. Aber gerade so mittelgute und unerfahrene Spieler hält man damit, glaube ich, sehr gut fern. Man hat hier unten so den Effekt, wenn ich von hier angreife, wird es einfacher, weil ich direkt ans Stadtzentrum rankomme, ist aber nicht, da werden Fallen liegen, also in Summe ist es ein überlegtes Layout. Wir haben eine relativ, so eine mäßige Straßenverbindung, ich will sie auf gar keinen Fall schlecht nennen, sie ist halt auch nicht perfekt. Hier könnte man noch ein Gebäude hinstellen, so, hier passt noch ein Gebäude hin. Hier passt noch was hin, hier. Also man kann das durchaus schon noch optimieren. Aber man merkt auf jeden Fall, es wurde versucht, mit den Straßen zusätzlich zur Verteidigungswirkung auch noch was zu bewirken. Hier ist ein bisschen eine Mauer verschwendet, die man noch irgendwo nutzen könnte. Also in Summe sind es so Feinheiten, die noch nicht ganz stimmen, meiner Meinung nach. Aber man merkt auf jeden Fall, hier weiß jemand, was er tut. Vielleicht sogar jemand mit einem Zweitaccount. Eins der besseren, wenn nicht sogar besten Layouts, die ich sofern fürs Schießpulverzeitalter gesehen habe. Aber auch nur, weil im Schießpulverzeitalter die meisten Leute extrem unerfahren sind. Und dementsprechend meistens eine Grütze, ein bisschen Grütze zusammenbauen. Heißt, umso höher das Zeitalter der Basis ist, die ich bewerte, desto eher sind die Spieler, die damit verbunden sind, natürlich erfahrener. Weil umso länger man spielt, desto mehr Erfahrung hat man zwangsweise. Was man jetzt aus der Erfahrung macht, ist eine andere Sache. Ich kenne Spieler, die spielen seit 4 Jahren und spielen sehr schlecht. Und ich kenne Leute, die spielen seit 1,5 Jahren und sind absolute Profis, die bei mir mithalten können, mich sogar teilweise in die Tasche stecken. Also nur weil wir lange dabei sind, heißt das noch nicht, dass wir gut sind. Und dementsprechend Aufklärungszeitalter, Ende Schießpulver, da sind die Leute noch nicht so weit. Dementsprechend haben sie weniger Erfahrung. Das heißt, die Layouts sind in der Regel schlechter. Und verglichen mit diesen Layouts ist das Layout sehr gut. Ich würde dennoch einiges überarbeiten. Schönes Layout ansonsten. Okay, wir sind beim Wittmann. Bei der Allianz Wehrmacht. Interessant, das ist interessant, Level 147, Industriezeitalter, also ganz, ganz, ganz niedriges Industriezeitalter. Ah, fuck, ich habe eben noch bei jemandem vergessen, die Mauer, oh Mann. Einer hatte die Straße nicht gelevelt, wer war das? Alessara, glaube ich. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen, ist auch wieder ein Punkt, den macht man nicht ohne Grund, Straßen levelt ansonsten jeder. Heißt, es war ein bewusster Punkt, gefällt mir an sich. Es gefällt mir nicht, dass man andere täuscht oder was auch immer, aber dass man sich Gedanken macht und versucht, einen Vorteil dadurch zu erringen, dass man bestimmte Dinge tut. Hast du gemacht? Super, cool. Was haben wir jetzt hier? Wir haben ein Stadtzentrum ganz außen. Sieht natürlich easy aus, aber wir haben eine verbotene Stadt und die ist ganz gut gesichert. Und wir haben ein komplettes, sehr verwirrendes Maze-Layout. Gefällt mir an sich, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ist mal was anderes, habe ich noch nie so gesehen. Wo soll ich anfangen? Mörser. Wir haben die Mörser sehr zentral stehen und ich glaube, die sind gut geschützt. Ich könnte mir vorstellen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also ich denke, die meisten Fallen werden in diesen offenen Gängen liegen. Sagen wir es mal so. Heißt, hier werden keine Fallen liegen, leider, denke ich. Würden da Fallen liegen, wären die Mörser besser geschützt. Sind sie, glaube ich, aber nicht. Aber ich glaube, das Layout macht auch so genug Probleme für Feinde. Wir haben die Mörser relativ zentral stehen. Einer ist hier unten so ein bisschen abgelegen. Wir haben ein ganz zentrales Element, das Versailles. Wir haben Kanonentürme hier bei den Mörsern, also zentral zu ködern. Doch, ging hier. Oh krass, man kann mega krass ködern. Hier einmal ködern und man hat, glaube ich, alle Mörser lahmgelegt. Schwachstelle. Aber ansonsten haben wir Flugabwehren, auch sehr zentral, gefällt mir sehr gut. Haben wir noch irgendwo eine Flugabwehr? Man hat doch eigentlich mehr, oder? Obwohl, ich glaube, Wittmann ist neu. Man sieht hier, die Flugzeuge sind noch nicht ausgebaut. Weltwunder wird noch gebaut, also der Düfte hat auch noch nicht die neuen Söldner, glaube ich. Hier sind ganz viele Gebäude noch drunter, darum auch das niedrige Level. Er ist wahrscheinlich neu im Industriezeitalter, dann passt es, ist schon in Ordnung. Redouten stehen jetzt hier irgendwie am Rand, keine Ahnung, warum sie da stehen, sehe ich jetzt keinen genaueren Grund drin. Wir haben ein Akropolis-Bild auf der rechten Seite mit allen drei Stellen, logischerweise ein paar
Garnisonen dazu. Auf der linken Seite haben wir die Burg. Zentral, wie gesagt, das Versailles. Festung ist auch relativ zentral. Stadtzentrum steht sehr weit außen. Könnte man sogar noch was weiter nach innen verlagern. Und den Kanonenturm würde ich irgendwo nach hier oben setzen. Irgendwo, Hauptsache man kann ja nicht reinködern. Hier reingeködert, alle drei Mörser tanzen Rumba. Ja, es gibt sonst was zu sagen. Straßenbonus ist in Ordnung. Hat sogar relativ viel angebunden, würde ich sagen. Die Ressourcengebäude stehen einfach irgendwo, ist klar. Ich meine, er geht auf Orden. Wir sind jetzt hier nur bei Gold 3, aber man muss auch bedenken, derjenige kommt aus dem Aufklärungszeitalter, ist im frühen Industriezeitalter. Da ist Gold 3 schon nicht schlecht, würde ich sagen. Meiner Meinung nach ist das nicht schlecht. Klare Tendenz, wo das Ganze hingehen soll. Die Türme sind jetzt sehr zentriert oben überwiegend. Bis auf... Wo war er? Hier unten ein Turm, der umgebaut wird. Alle um die verbotene Stadt, ist klar. Abwehr von Flugzeugen. Hier haben wir einen Kanonenturm, ist meiner Meinung nach zu weit oben. Muss weiter runter, er muss zu den Mörsern, weil... Was machen Kanonentürme? Machen Panzer platt? Ich meine, der hier oben, den versteht man, damit man nicht Panzer auf die verbotene Stadt schickt. Kann ich schon verstehen. Aber mit Ködern überlistet man die Mörser, weil sie gerade dagegen stark sind, lange standhalten, die Mörser ablenken. Damit macht man nichts gegen Kanonentürme. Heißt, du musst dich auch darum kümmern, dass deine Mörser auch geschützt sind. Sind sie hier leider nicht. Einziger Schwachpunkt würde ich sagen, ansonsten sehr interessantes Layout. Für Industriezeitalter sogar eins der interessantesten, die ich so fern gesehen habe. Wirklich. Passt das Layout. Gefällt mir sehr gut. Kleinigkeiten, die ich optimieren würde, nichts riesengroßes, obwohl eigentlich ist der Punkt mit den Kanonentürmen groß. Es ist ein kleiner Punkt, der aber viel ausmacht. Darum, und ansonsten, Respekt, Mann, das Layout passt schon. Dann, ja, danke, dass ihr eben nochmal nachgetreten habt. Dann habe ich mich jetzt auch daran erinnert und endlich die Basisbesuche gemacht. Ich lade das Video jetzt hoch und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Wenn ihr irgendwie noch Anregungen, Wünsche, Kommentare, Kritik, wie auch immer habt und die höflich vortragt, sehr gerne in die Kommentarsektion. Ich bin bereit, neue... Videos, also neue Art von Videos zu machen. Alles, worauf ihr Lust habt, ihr müsst mir nur Sachen sagen, was ihr braucht und was ihr